Hallo, in diesem Video möchte ich auf die Funktion Bereinigen eingehen. Das heißt, bereinigen kann ich zum Beispiel Bleche, Profile und hier geht es im Prinzip um diese Durchdringungen, welche für den Laser, egal ob es jetzt für den Rohrlaser oder für den Flachbettlaser benötigt werden. Im Grunde genommen ist es so beim Flachbettlaser, dass im Regelfall der Laser immer nur senkrecht schneidet. Das heißt, hier muss natürlich Bearbeitung auch senkrecht erzeugt werden. Beim Rohrlaser ist es sehr oft der Fall, dass dieser senkrecht auf die bearbeitende Fläche erschneidet. Dies möchte ich jetzt zeigen, wie man dies hier modellieren kann. Das heißt, weil die Funktion ja oben im Ribbon ist, muss ich vorher das Teil, welches ich bearbeiten möchte, auswählen. Danach starte ich den Befehl Bereinigen und hier wird mir dann der Dialog geöffnet und ich muss das Kollisionsteil angeben. Das Kollisionsteil wäre in diesem Fall dieses Teil. Ich habe hier im Prinzip noch drei Möglichkeiten, den Auswahlmodus. Im Normalfall ist der automatische aus meiner Erfahrung der standardmäßige und welchen ich auch bis jetzt immer genommen habe. Ich kann hier noch eine Schnittluft eingeben, diese kann ich aber nachträglich jederzeit ändern. Mit OK bestätige ich dies und Heikrad hat mir hier diese Bearbeitung erzeugt. Das heißt, ich isoliere dieses Profil und somit sehe ich hier, dass diese Bearbeitung auch hier richtig erzeugt worden ist. Ich kann natürlich jederzeit diese Durchdringung weiter bearbeiten und in diesem Fall zum Beispiel die Schnittluft editieren. So, was natürlich auch jederzeit möglich ist, das heißt, wenn ich hier dieses Profil einfach mal drehe, das heißt, ich möchte hier dieses Profil drehen, um zum Beispiel 15 Grad, dann sieht man hier, dass ich diese Bearbeitung neu berechnen muss. Dazu muss ich aber den Fremdbezug einschalten, das heißt, ich wähle das hier Teil an, wähle den Fremdbezug und kann hier sagen neu berechnen. Und diese Bearbeitung wird hier neu erzeugt. Dasselbe gilt natürlich auch für das Stahlblech, das heißt, ich wähle das Stahlblech an, starte die Funktion Bereinigen, wähle wiederum das Kollisionsteil und bestätige mit OK. Und man sieht hier auch, dass ich hier diese Bearbeitung senkrecht zur Bearbeitungsfläche erzeugt habe. Einen kleinen Unterschied gibt es beim Kantblech. Das heißt, hier muss ich natürlich auch das zu bearbeitende Teil auswählen. Jedoch, wenn ich hier diese Funktion starte, dann werde ich gleich die Schnittluft abgefragt, welche ich hier mit einem Millimeter bestätige. Das Kollisionsteil muss ich hier angeben und das Blech, welches bearbeitet werden soll. Danach bestätige ich mit der mittleren Maustaste und diese Bearbeitung wird mir hier auch wiederum mit einem kleinen anderen Arbeitsablauf erzeugt.